Es gab ein neues Sims 4 Update und irgendwie bin ich nach der Liste der behobenen Fehlern einfach ein bisschen hoffnungslos. Leute, heute muss ich mich mal wieder ein kleines bisschen aufregen. Hier im Hintergrund seht ihr auch, welche Fehler behoben wurden. Ich habe den Blog-Eintrag auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Und was wirklich positiv ist, die Entwickler haben teilweise hier schon ein paar wichtige Fehler behoben. Ich meine, gerade dass das Gruppenkochen, was vor einer Weile ins Spiel gekommen ist, nicht richtig funktioniert hat, war schon ein gravierender Fehler. Und auch, dass der Strom bei den Sims abgestellt wurde, obwohl ihr die Rechnung der Sims pünktlich bezahlt habt, habe ich öfters so als Fehler gelesen. Also da haben die Entwickler ausnahmsweise mal seit längerem ein bisschen was angepackt. Und ich glaube auch, ihr wisst, dass ich mich in meinen Videos echt ungern über die Sims 4 aufrege. Aber ganz ehrlich, mir ist es bei diesem Update irgendwie besonders stark aufgefallen. So verbuggt, wie das Spiel nun mal leider ist und so gravierend, wie die Fehler sind, finde ich, es passiert irgendwie einfach zu wenig. Wenn wir hier mal durchscrollen, gibt es oben die Punkte, die ich bereits erwähnt habe, die wirklich relevant waren. Weiter unten geht es dann auch mit einem wichtigen Thema weiter. Es wurden wohl Fehler im Kontext der Galerie behoben, was eigentlich auch recht positiv ist, aber es ist wieder so belangloses Zeug. Ich sehe es in den Kommentaren öfters, dass ihr in letzter Zeit seit einem der letzten Updates, wo die Entwickler fundamental irgendwie was an der Galerie verändert haben, es immer wieder Fehler gibt, die Verbindung nicht richtig klappt, man keine Grundstücke runterladen kann. Und da finde ich es dann halt so schade, dass die Entwickler dann hier so Themen irgendwie priorisieren ja scheinbar, die eigentlich gar nicht so wirklich relevant sind. Wisst ihr, was ich eigentlich richtig vermisse? So vor 2 Jahren oder so gab es immer mal wieder vereinzelt so Updates, die wirklich teilweise hunderte Fehler behoben haben und da war die Liste richtig lang. Und aktuell, so wirklich seit einem letzten Jahr, haben wir glaube ich immer nur diese sehr kurzen Beiträge bekommen, in denen nur wenige Fehler behoben wurden. Klar, das muss man jetzt auch ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich Fehler, die deutlich schneller zu lösen sind als fundamentale Probleme, die schon länger in die Sims 4 existieren. Da muss das Sims-Team natürlich auch gucken, in was für einer Reihenfolge sowas abgearbeitet wird. Aber ich finde es dann halt trotzdem bedenklich, dass diese großen Themen, gerade sowas wie die Performance, die teilweise unterirdisch ist, weil es immer noch einen komischen Fehler gibt, dass wenn man aus dem Baumodus rausgeht, alles ruckelt, dann gefühlt nach so langer Zeit trotzdem irgendwie nicht behoben werden. Die Entwickler haben sich letztens hingesetzt und das Gaumenfreuden-Gameplay-Pack in großen Teilen repariert. Da habe ich mich sehr gefreut, aber da muss man auch wieder sagen, es hat einfach irgendwie zu lange gedauert. Wenn man jetzt überlegt zwischen dem Release und wann es dann korrigiert wurde, ich glaube es war so vor einem Jahr, dann wirklich mehr als nur 5 Jahre nicht spielen. Ganz ehrlich, die Vorgängerteile gingen alle so 4 Jahre, Sims 3 war gegen Ende auch schon sehr buggy, Sims 4 läuft jetzt mittlerweile fast 10 Jahre. Ja, richtig gehört, es dauert wirklich nicht mehr lang, bis wir die 10 Jahre voll haben. Und auch wenn die Sims 4 am Anfang wirklich so ein sauberes, flüssiges, ruckelfreies Spiel war, es ist es leider mittlerweile nicht mehr. Und ich habe langsam das Gefühl, dass sich daran auch irgendwie nichts mehr ändern wird. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist der Hintergrund in meinen Videos ganz anders als früher. Ich bin nämlich in meiner neuen Wohnung und kleiner Spoiler, hier hinten wird noch was ganz Cooles in den Hintergrund kommen. Da bin ich sehr gespannt. Es ist in wenigen Tagen da. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so gerne im Hintergrund noch sehen würdet. Und welcher Fehler euch gerade so am meisten plagt, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.